Ja, hallo, vielen Dank. Ich habe euch einen Text mitgebracht, den ich euch gerne vorlesen möchte. Also es wird es ein bisschen besinnlicher, hoffe ich. Wenn nicht, also wenn es gut läuft, ist es so wie so ein Mini-Hörspiel. Wenn es schlecht läuft, dann läuft es halt schlecht. Ich meine, das ist halt wirklich so. Es geht darum, unter anderem über die Orphan Educational Resources. Das ist ein Wort, das darin vorkommt. Und ich fange jetzt einfach mal an. So, liebe Schulklasse, wir besteigen jetzt 635 Stufen dieses Leuchtturms nach oben und besuchen den Leuchtturmwärter Serge. Er wohnt seit 30 Jahren hier. Eure Handys könnt ihr ausgeschaltet lassen. Da gibt es kein Internet. Und wir steigen mit der Schulklasse den Turm hoch. Und da sitzt aber nicht Serge, sondern ein Vertreter eines Schulbuchsverlages. Und der sagt: Wir stellen uns OER als Grenzprodukt unserer Produktpalette vor. Aber das wollen wir nicht, weil wir wollen nicht nur ein Stück vom Kuchen, wir wollen den ganzen Frankfurter Kranz, singen wir. Und das singen wir mit der Schulklasse in diesem engen, verglasten obersten Stockwerk. Wir fühlen uns da nicht abgeholt. Ich war an einem OER-Projekt beteiligt, über ein halbes Jahr lang ging das mit insgesamt 5 Pädagogen. Es gab großartige Ergebnisse. Es entstanden Fußball-Tutorials, Kuchen und Küchenrezepte, Seemannsknoten und vieles mehr. Zur Abschlusspräsentation waren die Eltern eingeladen. Die Schüler hatten ihre Ergebnisse super präsentiert. Es gab diese Euphorie. Hey, Medienpädagogik und Open, das passt total klasse zusammen. Und Open Educational Resources sowieso, alles prima. Ey, lass uns die Welt checken. Obwohl das Lizenzieren, das war echt ganz schön schwierig. Wir haben das gemeinsam mit den Eltern aber hingekriegt bei der Abschlusspräsentation. Also es hat echt alles wunderbar geklappt. So, liebe Klasse, jetzt gehen wir die 635 Stufen wieder runter. Unterwegs treffen wir einen Lehrer, der meint: Na, habt ihr schön an euren Kompetenzrastern gearbeitet? Bei dem Wort na müsst ihr auch so ein bisschen aufpassen, weil das ist nämlich auch so ein bisschen so eine Falle. Wenn jemand eine Frage mit na beginnt, ist auch gefährlich. Wir sind sehr weit entfernt vom OER Bobbycar. Dann war das Projekt beendet, dann war erstmal so eine Weile Open Stille, könnte man es nennen. Vor 1,5 Jahren zeigte mir ein Erzieher sein neues Tablet und es ging dann doch irgendwie weiter. Und das war ein Linux-Tablet aus Spanien, ich muss das ablesen, ein Aquaris M10. Und ich so: Boah, echt krasses Tablet, du hier in der Grundschule und so. Und er ist mir scheißegal, ich zieh das durch. Ne? Und dann habe ich irgendwie total Bock gekriegt, mich mehr damit wieder zu beschäftigen. Habe eine unempirische Umfrage im Kollegium gestartet. Ich habe gefragt: Wie hoch schätzt ihr euren Anteil an selbst erstelltem Lern- und Lehrmaterial ein? Bei den Lehrern gab es das Feedback, bei mir sind es so 5%. Bei den Erziehern, die haben gesagt 10% und ich so: Ja, yeah, die Erzieher, neue Zielgruppe, wunderbar, her damit, lass uns was zusammen machen. Wir arbeiten auch viel mehr seitdem zusammen. Also es gibt also viele Erzieher und Lehrer in Berlin und Brandenburg, stellen seit Jahren selbst erstelltes Lehrmaterial her. Sie geben es aber nicht her, höchstens mal im Kollegium, mal so unter sich. Es gibt also eine Open Parallelwelt zu diesem Thema, die sich aber selber niemals so nennen würde. Und was kommt also nach OER? Nach OER kommt 2ER oder die Orphan Educational Resources. Und ich habe da gemerkt, Mensch, ja, ich mache jetzt weiter ein bisschen, so du kommst hoch und runter und es passiert nichts. Und das hat mich dann wieder irgendwie so ein bisschen angemacht. Und ich verspüre diesen Sog, dieses unauffällige Material sichtbar zu machen. Also ich habe da wieder Lust bekommen, das zu machen, es einzusammeln. No more of orphan educational resources, habe ich mir so selber so ein bisschen mir angedichtet. Eine Idee, wer das lizenzieren soll, habe ich auch schon. Das ist jetzt wirklich eine ernste Idee. Und zwar ist das die Schach-AG der Schule. Weil Schülerinnen und Schüler, die Schach spielen und verstehen, können CC-Lizenzen vergeben. Ich habe das ausprobiert und das ist meine Empfehlung für heute Abend. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Die Orphan Education Resources. Danke.